Guten Tag, da haben wir mal wieder ein von 1400 Einheiten, die nur produziert worden sind. Es ist ein Mercedes und wie man schon auf der Windschutzscheibe sehen kann, er macht kein Geheimnis draus, er ist ein Silver Arrow Sondermodell. Ein 2002er Mercedes-Benz SL 500 Silver Arrow. Das letzte Produktionsjahr der R129 Baureihe. 1400 Einheiten wurden produziert. Also ein limitiertes Fahrzeug, was man schon an den schönen Felgen sehen kann. Mit einer wunderschönen Silber-Metallic-Lackierung. Das Fahrzeug kommt aus dem fernen Michigan und wurde natürlich erfolgreich unabhängig vorinspiziert. Das Fahrzeug geht an einen deutschen Kunden. Schauen wir kurz in den Kofferraum. Das Fahrzeug ist sehr original. Hier, wenn man da vorne die Klappe da auf, die Schnalle aufmacht, runterzieht, ja. Da haben wir das Windschutz, was sehr schön aussieht. Das Fahrzeug hat hier ein separates Hardtop in Wagenfarbe. Als Anekdote, als ich den Verkäufer kontaktierte, hielt er mich für verrückt, als ich nach dem Zustand des Softtops fragte, weil er gar nicht wusste, dass der Wagen Softtop hat. Hier dann das erste Hilfesatz. Da unten dann Ersatzrad ist auch da. Werkzeug. Allgemein sehr guter Zustand. Fahrzeug hat ein Clean Carfax, ist unfallfrei. Schauen wir kurz ins Innere. Felgen sind einfach schön. Und das ist Zweiton Leder. Das ist grau und schwarz. Das Fahrzeug hatte schon Memory-Sitze. Hier Doors mit Silver Arrow. Wenn man nach hinten schaut, der hat Rear Seat Delete. Hier auch das Thema mit dem Silber. Fühlt sich hier fort. Das Fahrzeug hat ein Automatikgetriebe, das Original Mercedes Radio. Von damals die auch nochmal Silver Arrow. Die Laufleistung ist 48.000 Meilen. Das ist sehr überschaubar für 15 Jahre. Erstaunlich sportliches Fahrzeug, was mir persönlich auch sehr gut gefällt, weil es ja doch weit weg ist von Preisen wie diese zwei hier. Schauen wir noch kurz auf das Herz des Ganzen. Die Motorhaube macht man ja auf, indem man in den Stern reingreift. Hier oben ist dann der Schalter. Auch hier alles da, wo es sein sollte. Alle Sticker da. Das ist ein 5 Liter V8. Alles sieht gut aus. Ein sehr schönes Fahrzeug, ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein kommendes Fahrzeug mit einem hohen Wertsteigerungspotenzial. Wir, das Team von Schoner Autoburg, was wünschen Ihnen, lieber Kunde in Deutschland, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2002er Mercedes-Benz SL 500 Silver Arrow. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Dort wird es professionell im 40-Fuß-Container verpackt und geht dann nach Miami. Nach 3 Geschäftstagen im Zoll nimmt es dann den nächsten Frachter nach Bremerhaven und im Bremerhaven wird es dann bei unserem deutschen Speditionspartner vom Kunden abgeholt. Vielen Dank und auf Wiederhören.